Beim Thema Sicherheit hat die Bielefelder Politik aus meiner Sicht komplett versagt. Was den Kesselbrink und unsere Bielefelder Tüte betrifft, hätte man hier seit Jahren viel mehr an Hilfen für Süchtige anbieten müssen, als auch viel mehr eine offene Drogenszene verhindern müssen. Mein Name ist Kai Detlefsen, ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, bin von Beruf Polizeibeamter, Mitglied der Freien Demokraten und seit der letzten Kommunalwahl auch Mitglied in der Bezirksvertretung Sennestadt. Freiheit bedeutet Freiheit für jedermann. Freiheit bedeutet auch, dass sich jedermann an jedem Ort in Bielefeld sicher fühlt. Es stört mich besonders, dass Politik in Bielefeld bevormunden möchte und nicht mitnimmt, Lösungen bietet und Angebote schafft. Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist die Forderung, dass Anwohner der Bielefelder Innenstadt mehr Beiträge für ihre Parkausweise bezahlen sollen. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie soll der normal verdienende Bürger das irgendwann einmal bezahlen? In meiner Freizeit engagiere ich mich in der Deutschen Polizeigewerkschaft im Kreisverband Bielefeld, bin ich Kreisverbandsvorsitzender und kooptiertes Mitglied im Landesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft Nordrhein-Westfalen. Einen Großteil meiner Zeit verbringe ich allerdings gerade sehr gerne mit meinen im November geborenen Zwillingen. Die nehmen sehr viel meiner Zeit ein.